Radio for Kickers Würzburg. 90 Minuten, ein Leben lang. Maike Leitbier mit den Fußball-News von irsport.de. Wir haben ihn hier am Mikrofon, den letzten Neuzugang der Würzburger Kickers. Letzter soll in dem Moment sicherlich nichts heißen. Lukas Billig vom SV Elversberg gekommen, jetzt gerade ein paar Tage hier. Wie sind so deine ersten Eindrücke? Sehr gut, muss ich sagen. Also vom Trainerteam, von der Mannschaft, von allem drum und dran, auch von der Stadt begeistert. Und ich freue mich jetzt auf die kommende Aufgabe. Du hast ja schon in dritte Liga gespielt in Elversberg letztes Jahr und kannst auch so einigermaßen jetzt die Stärke so ein bisschen einschätzen. Man sagt ja immer da im Südwesten, die Regionalliga ist stärker als die in Bayern und so weiter und so fort. Wie schätzt du die Mannschaft der Würzburger Kickers jetzt im Vergleich dazu ein? Stark. Also wie gesagt, der erste Eindruck war schon sehr gut und es hat sich jetzt auch in den letzten Tagen dann auch bestätigt, dass das Niveau einfach hoch ist und auch in der Breite gut aufgestellt sind, was auch wichtig ist für die lange Saison. Und man kann es dann schon auch irgendwo einschätzen, das Niveau. Und von daher bin ich wirklich guter Dinge, dass wir dieses Jahr auch eine erfolgreiche Saison spielen. Ja, wir haben heute Freitag, in einer Woche geht es sozusagen los. Bayern München gleich eben mit einer der Titelfavoriten und gleich die richtige Herausforderung. Kann man so sagen, da kann man dann von Anfang an gleich mal zeigen, was in uns steckt und dann mit dem Sieg dann auch schon die Weichen stellen. Hoffen wir, dass wir den sehen. Dankeschön, Lukas. Danke. Radio for you.